Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's. Wir sind hier die Ratteschlechter. Die Ratteschlechter von Hameln. I shall take a look inside. Bist die Ripscher. Gut, gut. Wir suchen immer noch den Malcolm. Und hat er noch nicht gefunden. Oh, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht Angst machen mit meiner scharfen, greifen, in die Flucht schlagende Waffe. Wenn ihr nicht wisst, um was ich rede, guckt einfach die letzte Folge, wo wir erfolgreich und zwar ganz locker flockig einen Greif abgewehrt haben. Oh, da hängt irgendwas. Im Falle eines Monsterangriffs auf die Stadt wird Bürgern geraten, zu fliehen und Zuflucht an einem sicheren Ort zu suchen. Puh, das macht mir gar nichts aus. Ayana. At once, Master. Gemo die Quest machen. Also, sie kennt den Weg, aber sie sagt mir's nicht. Sie hat gesagt, sie kennt sich hier aus. Was ist ein willkommener Anblick? Don't think you're safe just because you're in the city. Monsters have gotten bold. Wo ist denn jetzt das hier? Una? Machst du da Una? Ayana, du weißt schon, dass ich dir nur lauf. Und wenn du im Kreis rennst, renne ich dir im Kreis hinterher. Ich renne jetzt einfach so nebenher, ist mir nur egal. Nicht, dass da jetzt Wasser kommt. Das hört sich nämlich sehr westlich hier an. We might find a use for it. Okay, wir haben uns komplett verlaufen. Unser gute Kollegin, die gesagt hat, hier, ich weiß, wo wir hingehen müssen, ne? Hat mal wieder keinen Plan im Sack. Wir sind Ranogelov, hat uns Mitra verlaufen. Super Sache. Entschuldigung. Ich glaube mal ein bisschen da essen. Also noch einmal. Pass auf. Aufträge. Ich suche den jungen Mann. Allow me to open your chest. Ja, das bringt halt alles nichts. Wir müssen irgendwie. Was ist das? Irgendwie müssen wir hier. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier müssen. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir gerade sind, muss ich dazu sagen. Ich gehe mal wieder dort zurück. Wir suchen. Ja. Ein kleiner Bu. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Junge, du sollst keine Zutaten sammeln. Okay, da ist der Brunnen. Weiß ich wenigstens, wo ich bin. Ach ja, der Brunnen. Pass auf. Mir ist da ja ein kleines Malheur passiert. Und zwar hat mal. We have cause to visit a place not far from here. It is worth considering if we've the time. Und zwar hat mir die Freundin erklärt, dass sie hier am Brunnen ihr erstes Suchermedaillon gefunden hat. Worauf ich gesagt habe, Quatsch, ich war am Brunnen, ich habe geguckt. Und ich habe gut geguckt, da war kein Medaillon. Und dann haben wir schon irgendwie Angst gekriegt, dass die Orte, wo die Medaillons versteckt sind, dass die eventuell random sind. Ich habe dann aber das Video auch geguckt, wo ich denn nur gesucht habe und festgestellt, dass das hier leid. Und dass ich da... guck's euch an. Kann das Video nochmal angucken? Ist, glaube ich, das 9. Video Nummer 9 gewesen. Now here's a surprise. Das ist eine Überraschung. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Okay. Ja. So. Ich habe da nochmal nur geguckt und festgestellt, dass ich dreimal drüber gelaufen bin und hab's nicht gefunden. Tja, dumm gelaufen. Irgendwas stimmt hier nicht. Naja. Nicht weiter schlimm. Warte. Ich bin hier natürlich wieder komplett falsch. Ne, wir gehen da jetzt halt nicht und uns Sache abliefern. Wenn man da schon mal pennen kann, dann gehen wir natürlich auch da pennen. Hallo. Hallöchen. Ach, das ist so der Seiteingang von dir, okay. Hallöchen, ich hätte gerne ein Lager, wo ich gerne was inlagern würde. Danke.
Und zwar das. Das nett. Fleisch, Trockenfleisch, irgendwie alles Fleisch. Fleisch. So. Wieso renne ich eigentlich immer noch mit Schwert und Dinger da rum? Das da braucht man nicht. Schreiber an der Hauptmann. Wegpuder. Da würde ich gerne zwei einlagern. So. Okay. Und der Ulrich wird auch ein bisschen leer gemacht. So hatten der zwei Zelte dabei. Wieso habe ich jetzt da zwei Zelte abgegeben? Ich habe keine Ahnung, ihr Leid. So. Okay. Despite the hour. Entnehmen. Das Zelt wollte ich wieder mitnehmen, gell? Eins. Ja, ich weiß jetzt, dass ich wieder gut überlascht bin jetzt quasi wieder. So, hopp. Ja. Mach hin, Junge. Ich will halt nochmal gehen. Now seems a fine time to sort through your belongings, Master. If you feel overburdened, mayhap I could carry some things for you. Ach so, ja, stimmt. Ich habe ja das Zelt dabei, ne? Das kann ich mir ja gleich in die Hand drücken, wenn ich so dumm frage. So, bitteschön. Ich wollte eigentlich... Guck mal, der Iwi ist wieder des Dingens. Sammle. Ich gehe jetzt mal grob die Richtung, wo ich hin muss. Kann ja mal nicht schlecht sein. Ja, gehen wir da oben rum. Huch, was ist denn hier los? Ach, guck mal da. Da ist ein Suchermedaillon. Zack, gleich mitgenommen. Aber was ist denn das? Sorry, dass ich jetzt auf die rumlaufe. Das scheint hier Friedhof zu sein. Ich latsch dort drauf rum. Nein! Nicht machen. Mach sowas nicht, bitte. Danke. Ich muss doch irgendwie nur nachkommen. Hallo. Dann gehen wir ein bisschen über die Dächer, oder? War eventuell eine dumme Idee, über die Dächer zu gehen. Ja, ich hab's dann auch gemerkt. Könnt bitte jemand kommen und mir helfen? Hallo? Whatever it is you need, I shall gladly oblige. Ja. Onkel Ulrich, kann ich mich bitte heilen? Onkel Ulrich, mir geht's gar nicht gut. Yeah, ich hab aber... Forgive me, but I cannot guide you from here. Du bist ein Depp, du kannst mich sowieso nicht guiden. Echt jetzt, ach komm. Hopp, bis die Bike schlapp kommen, welche, hab ich mich schon fünfmal selber geheilt. Da, zack, und gib ihm. Ja, danke fürs Heile. Danke für nix. Aber was habe ich dann eigentlich überhaupt dabei? So. My head hurts just thinking about it. Hallo? What to do? Was ist denn los? Was ist denn los, Mädchen? I have no mother or father to speak of, you see. So the nice people at the Gracious Hand take care of me. Ach, das ist so eine Art Waisenhaus oder was? I wanted to get them a present to say thank you. And I thought a bunch of flowers would be just the thing. The problem is, I can't seem to find any good ones. Do you think you could help me? All I need is a bunch of pretty flowers. For true. I'm sure you'll find the prettiest flowers ja. Ever were. Genau. Jetzt pass auf, weil... Jetzt pass auf. Ich hab nämlich schon Blumen dabei. Kombinieren. Und zwar... Wieso nicht? Arzneitrank. Oh, Blumenstrauß. Ja, dann komm ich halt. Ach, der Onkel Ulrich, da ist er ja. Ja, super, mach da keine Sorge, Junge. Ich hab mich selber geheilt, weil du ja lieber
Keine Ahnung, wo rumgelaufen bist. Auf der Zippel, du. So. Ich suche immer noch deine Junge. Follow me, if you would. Oh ja, was gibt's? Warte mal, du so kleiner Bu. Bist du ein Bu? How about you? Have you someone to care for? Hm. Wo ist denn jetzt die Ayana hier gerannt? Ja, was ist? Was ist? Oh, Madonna. Sorry, du musst schon einmal auf mich warten, ne? So, ja. Ach du. I wonder what it was Malcolm found. Treasure? Ayana, echt jetzt. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist so vollkommen sinnlos, das ganze System mit, oh, ich hab die Quest schon mal gemacht, ich zeig dir, wo du hingehen musst. Nee, die führe dich zum allerersten, was ich finde. Alter, das ist doch scheiße. Dann führe mich doch einfach, dann sah einfach, keine Ahnung, kenn mich hier nicht aus. Aber doch nicht so, Quatsch du mal, ey. Ich renn jedes Mal hier und es führt zu mich zu dem, mit dem ich schon 10 Mal gerettet hab. Wahnsinn. We have found a material. Ja, mach Sache. Ich habe Material gefunden. Ich bräuchte einfach noch ein paar Kinder, mit denen ich quatschen kann. Der hat doch pennt die ganze da. Hat vorhin schon gepennt. Kann man doch nicht laufen? Nicht wirklich. Ja. Was heißt denn da offensichtlich? So, da bin ich vorhin hingegangen. Und da war er nicht. Da war nur so blöd die Harpie. Nee, echt schon. Kann ich euch vielleicht was froh? Ja. Kenner, Keki, also irgendwie die Enche, die mir Auskunft geben, sind Kinder. Oh, what does this say? Let's have a look then. Oh, dann was dann? Die Enche, die mir Auskunft geben, sind Kinder? Und Kinder sind keine mehr do, die werden wahrscheinlich alle im Bettler hier oder so. Ich war halt, ich bin noch nicht in deiner Heise, du alle. Ich war noch in fast gar keine Heise. So. Hm. Dann gehen wir halt Sachen sammeln, ne? Mal schon nicht wissen, was man schon machen soll. So, guck, jetzt zeigt mal der Quest-Cursor wieder da ohne. Ah, warte mal. Ich renne jetzt mal dem Quest-Cursor da hin und hopp. So, okay, der ist aber noch weit weg hier. Also Ausrufezeichen. Oh, oh, komm. Jetzt lass das Ausrufezeichen nicht wieder Kiste oder irgendwie sowas sind. Ne, ne, da ist schon noch was. Okay, es scheint so, als müsste der hier in diesem Bereich hier sind. Große Ausrufezeichen. Ist so vielleicht einer drin, der mir was sagen kann? I'm a tad busy at the moment. Ist der doch, hat der, kann der mal vielleicht was sagen? I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Nee, lass mal reden. Keep those orders coming. This fearsome world of ours is best met. Ja, okay. So. Hm. We may benefit from pursuing the information. Have you need of me? Nee. Brauchst du mich? Okay. Okay, jetzt lass mich rode. Du führst mich jetzt wieder zu dem Knispel, der da oben steht. Hey, warte mal, mit den zwei habe ich noch nicht geredet. Have we met? Nee. Und du? Kannst du mir was sagen? Just hide in the back of an ox cart, aye? It works. Mind, you've got to avoid the guard's line of sight. But it's easy enough. I should know. I've done it. Okay. Ist gut, Kollege. Grüßen halten. I wonder what it was Malcolm found. Ja, ich freue mich, ja. Treasure? Ja. Reisdreck hat er gefunden. Das Einzige, was er gefunden hat, ist dich. Und das ist das Einzige, was die Ayana findet. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? Suche nach Beweisen für dieses Missverkauf. Not the only factor worthy of consideration.
Ey, ich mache jetzt einfach gleich eine andere Quest. Also das bringt hier halt gar nichts. Ich weiß nicht, was ich suche. Ich habe mit alle Kinder gelabert. Die blöde Porn von meiner Freundin tut mich immer zum selben Fuzzi bringen. Der sagt immer dasselbe Satz. Das ist irgendwie kacke. Also das ist halt wirklich komplett sinnlos. Ach, jetzt bin ich im Adelsviertel. So einfach geht das. Direkt, uppala. Totenkammern und Leichenhäuser. Wenn ein Zivilist stirbt, wird sein Körper innerhalb weniger Tage nach seinem Tod zu einer Leichenhalle gebracht. Ob die Leiche zu Batals Totenkammer oder Wermunds Leichenhaus gebracht wird, hängt davon ab, wo sie gefunden wurde. Der Erweckte kann die Toten mit einem Lazarusstein wiederbeleben, solange er Zugang zur Leiche hat. Okay. Ist das hier ein Leichenhaus? Sind jetzt aber keine Zombies, oder? Leier die dann dort drauf oder dort drin? Sind das Särge oder sind das Bitte? Das sind schon Särge. Okay, pass auf, ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Das kann doch auch nicht Sinn. Also irgendwo do, was ist denn das do eigentlich? Wegpunkt setzen. So, ich setze mal dort zu Wegpunkt hin. So. Jetzt pass auf, ich gehe da jetzt halt wieder ein Haus. Wo bin ich denn da hinkommen? Wohin? Over here, if you please. Warum? Nee. Auf dich her ich einfach nicht mehr. Bäm, du hast jetzt verkackt. Auf dich her ich nicht mehr. Von dir kommt nur Quatsch. Du führst mich jetzt wieder zu dem Anna-Fuzzi. Der Anna-Fuzzi sagt wieder, oh, aber wohl ein Schatz gefunden hat. Weiß nicht. Ja, woher soll sich wissen? So. Dich kann ich schon nichts roh. Ja, aber sowas von. Was denn das da? Kann ich schon hinklettern? Scheinbar nicht. Wo ist der Clay Bunkert? My curative magics are at your disposal. Ja, warum was gibt's? Right there. Hä? Was hast du denn für ein Problem? Hm. Ich gehe mal so hin. Oh, guck mal, da ist noch ein Kind. Is Malcolm all right? Weiß ich nicht. Sag du mal. We were supposed to go exploring together, but I overslept and he went without me. Oh. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. Oh no. Du willst? I wasn't meant to tell anyone that. Was sind die? Shall we report our results? Okay, ich muss jetzt dem... Was stehen ihr dann da rum? Habt ihr schon wieder Kaffeepause oder was? Let us inform Sir Kendrick of what we've learned. Sir Kendrick, okay, alles klar. Certainly, Master. Da ist er. I can take you to this individual. Vaults, you say? By my knowledge, they were sealed off. Mm-hmm. Ah, but you mention rubble, aye? Then perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not a moment to lose. Pray, follow me, and quickly. Okay. Ah, wir sind schon da. Hey, da war ich vorhin. Place to which the children were referring. Look, there, a hole. Could he have passed through here? Möglich? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small, but we may be able to squeeze through. Let us make haste. Okay. Ja, schon. Bin ich nicht so klar? So. Geh mal da mal runter. Voila. Gewölbe der Erlösenden Hand. To be heedlessly challenged. Let us trust in the Arisen's judgment. Ist meine Lampe noch an? Ja. Da kommen doch bestimmt irgendwelche
krasse Gegner. Okay. Oh, das ist eine Ratte. Ist das alles, was am Gegner hier ist? Ratte und Bretter. Und die Ratte lässt nicht mal was falle. Ah, doch, doch. Auliges Bestie-Ripsch, okay. Okay, da ist zu. Oh, das erinnert mich an Dragon's Dogma Ends, wann denn so Katakombe drin war schon. Da waren dann so Särge. Aber das war nix. Da waren dann so Särge, wo dann die Zombies rauskommen sind. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Das ist ein Sprengfässer. Für was brauche ich hier Sprengfässer? Da habe ich sie alle erwischt, ja. Hier ist halt nix irgendwie, ne? Außer so verwelkte Zweige, die ich nicht nutze. Also ja, du kannst ja dann halt, so wie ich das jetzt mitgeredet habe, Pfeile draus mache. Dann bin ich hergekommen. Wettermäus gibt's da. Wenn ich nur was falle. Ah, die lassen was fallen. Guck mal, Bestie Ritsche. Ja, die esse ich aber nicht. Wenn du die esse, kriege ich Corona, glaube ich. Links, rechts, immer nur links gehen. Kiste kaputt hauen. Rechts, ne? Geht's nicht durch. Aber links waren wir schon. Wir gehen jetzt zur Luna, oder? Aber waren wir doch nicht auch schon? Doch, das ist das mit Fass gewesen. Okay, dann. Larva Modono rechts. Geht's nicht nur rechts? Doch, guck mal, da hinten ist der Heimgang. Oh, da waren wir doch überall schon. Ein verwirrendes Gewölbe hier. Malcolm, thank goodness you are unharmed. Da ist er, so ein Glück. You have my eternal gratitude, Sir Arisen. Now I can breathe freely at last. Atmen wir nicht zu frei, weil hier alles voller Rattenkacke ist. Sir Kendrick? Ja, was gibt's? You'll never believe what I found. Was hast du gefunden, Kollege? Just up ahead. Books, sir. Books, Bücher. And more books. It's like some sort of secret workshop. Ich kenne einen, der unbedingt Bücher haben will. Perhaps we ought to take a look. Okay. Achso, ja. We ought to follow close behind, lest we get separated. You have my support. Ring der Erhaltung. Gibt hier jetzt halt nicht so viel XP, aber besser wie nix. Da war doch noch ein Hit. Jetzt nehme ich. So, wo sind denn dann alle hier?
Wann die war es hier? Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boats. Ah, yes. That sounds familiar. Was geht denn hier? Ich guck mich hier schon auf. Hier ist ein Spinn. Du warst ein Spinn. Let my magics grant you an elemental boon. Okay. I cannot fault your prowess. Aber die zwei Spinne brauche ich das nicht unbedingt, Eisgefüllense. Bloß aber auch nichts falle, die Spinne, ne? Müssen wir doch herkommen. So. Ich klappe mir so weiter. Nuff, genau, da ist er. So, sind wir hier jetzt endlich da, oder was? Hier drüben, ja. Ah, ja. Grundgütiger. Isn't it amazing? And I found it. Me. It is quite a find indeed. Is this some manner of archive? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a fortune. It is a veritable treasure trove of wisdom. Ja. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? Das Versprechen kann ich da nicht geben, weil ich kenne da einer, der unbedingt irgendwo sehen will, wo er seine Ruhe hat und lesen kann. Ja, ich glaube aber, der Typ ist schon ziemlich in Ordnung, das geht schon klar. We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. Pray tell me if you know of such an individual. I know such an individual. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. It will be our little secret. Understood? Okay. Oh, but... However, in exchange for your silence, you may come and go as you please. Let's investigate this place's secrets together, eh? It boggles the mind that so impressive an archive slumbered here. It's surely any scholar's dream. Right. Ob es da noch irgendwie was gibt. Also Buch. Vulkanische Melodie. Gibt's doch bestimmt auch so Sucherkristalle. Münze. Sucher. Medaillons. 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 Kein Entkommen. So, was ist denn da ohne drunter? Auto. Ich gehe mal ganz systematisch vor. Tell is, Vermund was once the Beastron Kingdom. Truly. Indeed. So, also systematisch im Sinne von, ich gehe jede Seite einzeln ab. Hier, welche? War doch nicht was, aber doch, war doch. Ein historischer Bericht, Kapitel 4. Die Spannungen zwischen Vermund und Batal erreichten ihren Höhepunkt vor 40 Jahren, als beide Nationen durch extremes Wetter, das in Ernteausfällen resultierte, verheert wurden. Schwere Zeiten ließen die hungernden Völker aufeinander losgehen, was schließlich in einem verzweifelten Konflikt mehrerer hunderter Soldaten gipfelte. Jedoch führte er nur zu einem weiteren sinnlosen Toten. Führte er nur? Ach so. Moment, ich starte den Satz nochmal. Jedoch führte der Kampf, also der Konflikt, nur zu weiteren sinnlosen Toten, mein lieber Scholli. Auf dem Schlachtfeld steht nun ein Kenotaph im Gedenken an die Gefallenen. Ja, Schäfereich. Ich weiß noch nicht, was es ist. So, hier komme ich nicht vorbei. Da bleibt noch irgendwas. Donnernde Harmonie. Da ist nix. Buch habe ich gelesen. Ja, ich glaube, wir waren gründlich, oder? Ja, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt wieder C-Suchkristalle über sie oder dahin hat aber was geleuchtet. Zum Beispiel das. 820 Gold, alter Falter, das ist richtig viel. So. Wie ist es hier aber eigentlich? Mal her. This place is amazing. I knew I'd find something down here, but I never expected this. I pray this will convey the depth of my gratitude. Was dann? Foliantis Logisticus. Figured I had Spezialisierung Logistiker. Was ist denn das?
Was hast du? Foliant des Wildbeuters. Zeig mal her, was ist das? Spezialisierung Wildbeuter ermöglicht dem Vasallen die Fundorte von Verbesserungsmaterialien, Materialien, die zur Verbesserung von Ausrüstung verwendet werden, auf der Karte zu markieren. Aha. Dann hätte man hier Logistiker. Ermöglicht dem Vasallen die Last des Erweckten zu erleichtern, indem er Gegenstände nach Belieben zwischen dem Gepäck von Verbündeten verschieben kann. Außerdem kann er Materialien im Inventar aus eigener Initiative kombinieren. Es hört sich alles sehr gut an, muss ich doch sagen. So, was sich auch gut anhört, ist, dass gleich die Folge zu Ende ist. Aber ich guck mal, ob man denn noch Nuschlappe kenne, ob die uns vielleicht noch rausführen. Das wäre eine feine Sache. Ich habe doch da unten irgendeine Tür aufgemacht. Wo war denn die? Da müssen wir nur noch. Hoppala. Okay. Komm mal mit, komm schon mit. Ich renne dem einfach mal hinterher und guck, wo er hingeht. Ja, wie, du bleibst einfach so stehen. Was geht ab? Ach, die Spinne. Ich habe aber allgemein, du haust dein Schild auf deine kleine Banker da drauf. Sorry. Ach, der Opa ist schon weitergegangen. Danger might lurk anywhere. Ah ja, guck. Du müsst jetzt halt aufsinn, genau. So, ich glaube, hier geht's wieder hoch, oder? Sieht mir gut genug aus. Ja, genau. So, ich glaube, so kommen. Ja, genau, so kommen wir. Ach, oh, guck mal, das ist sogar da. Komm mal her. Laterne ausmache. So. Hinne kommt der Greif. Ne, der zieht nur seine Runde. Okay. Ihr Leid. Dann sage ich mal Dankeschön für diese Folge. Ich hoffe, das hat alles geklappt. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir nochmal in die Knaschen hingehen und dann das arme Männliche aus dem Knast hole und sage, hier kannst du da unten im Gewölbe hucken und kannst du lesen. Ist genauso schön. Machen wir aber morgen. Bis dahin. Gehabt euch wohl.